Hallo zusammen, heute machen wir einen Mac and Cheese Burger. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Und das Coole daran ist, dass das Brötchen Mac and Cheese wird. Hä? Wie soll das gehen? Das zeige ich euch heute. Und zwar einfach Macaroni kochen, dann ein wenig Butter, schaumig rühren, auflösen, Mehl hinzu, die genauen Mengenangaben kommen wie immer in die Videobeschreibung. Milch hinzugeben. Ist auch nicht das erste Video, in dem ich das zeige, wie man eine Käsesoße macht. Ihr könnt ja zum Beispiel auch nochmal in den Habanero Cheeseburger reingucken. Dann reiben wir Käse. Das hier ist Parmesan. Ungefähr ja, zwei, drei Handvoll. Dann mischen wir das Ganze mit ungefähr der gleichen Menge Emmentaler. Ich benutze für Mac and Cheese Käsesoße generell unterschiedliche Käsesorten. Das hier ist etwas Cayennepfeffer, Salz und normaler Pfeffer. Dann den Käse hinzugeben und das Ganze rühren, bis es sich komplett aufgelöst hat. So, das Ganze natürlich auf dem Herd, ne, ist klar. Dann die Macaroni abgießen und mit der Käsesoße vermischen. Jetzt wäre es gut, da müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass das Ganze nicht zu dünnflüssig wird, ansonsten funktioniert das nicht. Das hier ist ganz gut. Als nächstes nehmen wir uns eine Aluschale. Ich habe hier sowas genommen, es gehen aber auch zwei Teller. Wichtig ist, dass man das Ganze mit Frischhaltefolie auslegt. Und jetzt verteilen wir unsere Mac and Cheese Menge dort und verteilen das flach auf dem Boden. Das Prinzip habt ihr vielleicht auch schon mal bei meinem Ramen Burger gesehen, also den Ramen Burger, wenn man so will. Hier das Ganze jetzt mit Käsemakaroni, dann verteilen wir das Ganze und drücken es platt. Dann mit der Frischhaltefolie den anderen Weg wieder zurück, dass die Frischhaltefolie quasi auf beiden Seiten von unserer Mac and Cheese Mischung ist und dort auch bleibt. Und dann eine zweite Aluschale oben drauf geben und das Ganze beschweren und in den Gefrierschrank geben. Ich habe das in den Gefrierschrank gegeben für ca. 2 bis 2,5 Stunden. Das kriegt ihr, denke ich, auch hin. Dann nehmen wir Paniermehl und mischen das Ganze mit ordentlich Barbecue Rub. Das hier ist Magic Dust von Ankerkraut. Ihr könnt aber auch euren Lieblingsrub nehmen. Das Ganze so halbwegs miteinander vermischen. Dann haben wir Hack. Das ist Rinderhack. Salz und Pfeffer, ordentlich verkneten, easy. Dann ein Burger Patty formen, das machen wir hier so frei Schnauze und das war's. Nach 2 bis 2,5 Stunden ist die Masse abgekühlt und fest geworden und jetzt braucht ihr irgendetwas, womit ihr es ausstecht oder ausschneidet. Ich habe mich hier für den, für meine Patty-Presse entschieden, so heißt das Teil. Einfach komplett runterdrücken, einmal drehen und dann kann man das so rausnehmen. Und fertig haben wir unser Mac and Cheese Patty. Nach oben drücken. Wunderbar. Seht ihr, das ist fest. Das hält sehr stabil. Der Rest ist einfach, das kennt ihr, in Mehl wälzen. Oder melieren, dann in Eiermasse geben. Ich habe das nicht so gerne an den Finger kleben, ne? Das finde ich mal ganz furchtbar, aber ihr kriegt das schon hin. Und danach dann in den Rub und unsere Paniermehlmischung, so dass von allen Seiten können es natürlich auch einfach mit den Fingern nehmen und drin wälzen. So, jetzt die Ränder. Da soll auch irgendwo was hin. Ja, und dann lege ich das Ganze wieder nochmal für 10 Minuten in den Gefrierschrank. In der Zwischenzeit kümmere ich mich dann um den Grill. So. Der Grill ist in dem Fall hier schon vorgeheizt. Wir haben die Kohlenkörben in die Mitte. Dann grillen wir eben von beiden Seiten unser Patty. Und schieben das nach 2 bis 3 Minuten pro Seite in den indirekten Bereich auf den Außenring. Dann nehmen wir unsere gusseiserne Pfanne und ich schütte hier locker flockig 1 Liter Rapsöl, das ist glaube ich in dem Fall,
in meine gusseiserne Pfanne und lasse das Ganze wieder vorheizen. Und dann backen wir unsere Patties einfach darin aus. Zwischendurch mal ein bisschen mit dem Löffel, dass von allen Seiten was drankommt. Ruhig auch einmal drehen. Sieht dann so aus. Ja. Das Ganze ist sehr stabil, es bleibt komplett fest und geht auch nicht kaputt. So, und so sieht unser Patty aus, wenn es fertig ist. Dann bauen wir mal unseren Burger zusammen. Ich habe ja gesagt, am Anfang hier soll das Bun aus Mac and Cheese sein. Also nehmen wir das. Barbecue-Soße. Ich benutze die Chili und Creme vom Barbecue. Etwas Salat. Dann unser Fleisch-Patty. Tomate. Nochmal Soße. Und der Deckel. Ihr könnt natürlich jetzt auch einfach eins von diesen Teilen nehmen und das Ganze nochmal mit einem Stück Fleisch zwischen zwei normale Brötchenhälften tun, aber das ist einfach nur geil. Ich sage es euch, das schmeckt so geil, das ist echt ein bisschen eklig. Ich zeige euch das jetzt mal, wie das aussieht. Man muss ein bisschen aufpassen, ihr seht dann, schneiden wird schwierig, aber es geht. Ein Burger, den man mit Messer und Gabel essen muss, aber sei es drum. Das ist einfach nur geil. So, ich hoffe, euch hat diese Technik gefallen. Probiert das mal aus. Das ist einfach mega lecker. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Werdet Abonnent von meinem Kanal, falls ihr das noch nicht seid. Ein Kommentar ist auch gerne gesehen. Besucht mich bei Instagram, da bin ich neu. Gerne auch bei den anderen Seiten Facebook. Aber ihr müsst unbedingt auf meinen Instagram-Account vorbeischauen. Da gibt es nämlich manchmal Vorschaubilder von Videos, die sonst kein anderer sieht. Ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder, 18 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.